Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Metroid 2 Stream. Wir starten auch gleich mal los. Beim letzten Mal haben wir die Warrior Suit geholt. Ich glaube, das war auch das Entscheidende, was ich speichern wollte. Jetzt muss ich mich mal kurz nochmal orientieren, wo ich bin. Mit der Hilfe meines Gameboy-Spieleberaters. Wir müssten, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, müssten wir dort sein. Okay. Mal gucken, ob meine Erinnerung mich nicht trübt. So. Ja. Genau hier dachte ich zu sein. Und wir starten mal los. Wir wollen nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, in die Richtung weiter. Weil wir müssen ja Metroids fangen. Und wir sind bei 31, was ich sehr gut finde. Setzen wir uns mal ein Ziel. Heute will ich bis, sagen wir, bis 25 kommen. Am Ende soll da mindestens die 25 stehen. Nehmen wir uns das als Ziel vor. Ach Gott sei Dank, hat es aufgehört zu piepen. Wir müssen auf jeden Fall auch Gesundheit irgendwo aufgabeln. So, nur mal kurz auf die Karte gucken in meinem Spielberater. Hier. Ich mache das richtig oldschool. Nicht mit einer Internetkarte. Die wäre zwar viel, viel besser, zugegeben. Aber bei weitem nicht so witzig. Da komme ich rüber. Okay. Okay, wir müssten jetzt. Genau. Und ich werde jetzt mal dem Weg folgen. Weil theoretisch ist da oben nämlich was, wenn ich die Karte richtig gelesen habe. Ist da nämlich ein Raum. Und wir brauchen viel Munition und im Idealfall auch alle Energy Tanks, die wir kriegen können, für den Endboss. Was, wenn ich mich nicht irre, Tatsache der einzige Bossgegner in dem Spiel ist. Klar, es gibt die Metroids, aber die würde ich jetzt nicht als Bossgegner bezeichnen. Zumindest nicht hier. Im Remake für den DS vielleicht schon. Oh, wie schön Stacheln. Okay. Leider wird man hier nicht geheilt. So, und oh, da unten ist was. Ich glaube, dieses Etwas wollen wir haben. Ich nehme mal an, wir müssen hier durch. Nee. Wie komme ich da ran? Ach ja, wir haben den Jumpball auch. Wir sind so weit, ich glaube. Was unsere Aus... Oh yes, ein Energy Tank. Oder was einfach nur... Ach nee, es ist einfach nur eine Heilstation. Okay. Trotzdem. Nehme ich. So. Das war ein weiterer Metroid. Ich weiß leider nicht mehr, wie viele Metroids wir schon in diesem Sektor besiegt haben. Es war auf jeden Fall ein Alpha-Metroid. Ein Gamma-Metroid, dem sind wir noch nicht begegnet. Davon lauern nämlich in diesem Sektor zwei. Dementsprechend schauen wir mal, wo wir den finden. Ah, da müssen wir runter, okay. Ich glaube, oben gibt es auch jetzt nichts mehr für uns zu holen. Dementsprechend würde ich nochmal zur Speicherstation gehen, um diesen Batzen an Leben, den wir hier haben, zu speichern. Das Schöne ist... Au. Das Schöne ist, wir sind... Ne, wir sind noch nicht ganz unten. So, wir sind jetzt auf jeden Fall aufgeladen. Au, so viel zu, wir sind aufgeladen. Egal, es ist trotzdem sehr, sehr viel Lebensenergie. Ich habe Tatsache in letzter Zeit eBay für mich entdeckt. Warum erzähle ich das? Weil ich etwas Dummes und ja, irgendwie auch was gemacht habe,
Was mich sehr freut, ich habe mir, obwohl ich kein SNES habe, bis jetzt, Super Metroid gekauft als physische Kopie. Ich habe jetzt also quasi die komplette 2D-Reihe als physische Kopie. Metroid, das NES Metroid nicht, weil das halte ich auch für unspielbar, aber es ist auch auf verschiedensten physischen Kopien drauf, weil bei Zero Mission ist es dabei, was ich physisch habe. Das ist ja auch der Anfang, das ist ja das Remake davon. Ich habe Metroid 2 in Remake-Form physisch und halt hier dieses Original. Das ist ja die Original Game Boy Cartridge, das ist hier nichts Emuliertes. Zack. Nehmen wir die passen wir noch auf, dass der da uns nicht rumeiert. Ah, shit, das habe ich jetzt, glaube ich. Oh, okay. Dann habe ich jetzt Super Metroid, aber ich glaube, ich hätte mir Super Metroid. Ich habe Tatsache da nur zugeschlagen, weil es eine Big Box ist. Also quasi, ich habe die Verpackung logischerweise gekriegt, aber Big Box heißt, das ist das offizielle Lösungsbuch mit bei. Da habe ich mal so ein bisschen auch schon durchgeblättert. Coole Artworks sind da wieder mit bei. Teilweise sogar die Artworks, die im offiziellen Gameboy-Spielberater drin sind, für Metroid 2. Also hier kann man auf YouTube in dem Thumbnail sehen. Da habe ich schon eine von diesen Zeichnungen schon verwendet. Was mich vermuten lässt, dass sie in dem Super Metroid Spieleberater ihren Origin haben, weil der, beziehungsweise das Spiel ist von 93 und der offiziell. Oh. Und der offizielle Gameboy Spieleberater ist halt später, ich glaube 95. Müsste ich aber nochmal nachgucken. Will ich jetzt nicht machen, weil ich glaube, wir haben schon genug zu tun und. Mach mal sich's vor. Visuell hat Metroid 2 jetzt nicht so viel zu bieten im Vergleich zu den anderen Metroid-Teilen, die ich hier noch spielen werde. Also sprich Super Metroid und Fusion und auch Zero Mission logischerweise. Aber man muss halt festhalten, der Game Boy hatte halt nur begrenzte Möglichkeiten. Hier geht's. Wo bin ich jetzt? Ich darf die Orientierung nicht verlieren. Das ist ganz wichtig. Bin da runter. Ich gehe, glaube ich, gerade zu weit. Ich muss nochmal hoch, damit ich es einfacher habe. Oder muss ich sowieso hoch? Nee, ich muss sowieso hoch. Nee. Alles gut. Ich muss sowieso hoch. Dementsprechend können wir hier ruhig weiter. Ich habe übrigens auch nochmal nachgelesen, dass fairerweise aber im Internet auf dem Metroid-Wiki den Ice Beam, den wir hier so früh gekriegt haben, der ist Tatsache optional, beziehungsweise man findet mehrere Speicherstationen. Alles ist Tatsache anders als in Super Metroid später und halt auch in generell in allen 2D Metroids. Die Beams, die stacken hier nämlich nicht, sondern man kann sie austauschen. Seh dich. Das heißt, wir werden später dann auch an eine Station kommen für den Plasma Beam. Es ist ein Gamma. Au, der wird mich töten. Vorsicht. Oh, mit der letzten Rakete. Das ist nicht gut. So, jetzt muss ich mal irgendwie. Weil diese Räume finde ich immer am schwersten. Weil man sich hier schwer orientieren kann. Aber da hinten scheint noch was zu sein. Das ist zumindest ein Raum. Zur Erinnerung für die Leute, die beim letzten Mal nicht zugeguckt haben. Oder vielleicht zugeguckt haben, aber sich nicht mehr erinnern können. In meinem Spielberater steht nämlich nicht alles drin. Die Karten sind nicht wirklich voll. Oh Gott sei Dank, hier ist schon mal Leben. Aber mir wäre Tatsache aktuell eine Raketenstation viel lieber. Weil ich kann Metroids nur mit Raketen besiegen. In meinem Spielberater sind. Das ist nämlich kein Spielberater, wo alles drinsteht. Ich habe quasi eine Map und eine Liste, was es in dem Sektor alles zu holen gibt. Aber es steht nicht, wo ich das hole. Es steht immer nur das erste Exemplar
In dem Fall weiß ich, wo der erste Gamma-Metroid wäre, aber das ist, war tatsächlich nicht der, den wir jetzt gerade besucht haben. Das wäre nämlich Nummer 2 gewesen wahrscheinlich, weil der erste ist woanders eingezeichnet. Selbe mit dem Sprungball. Der war halt eingezeichnet, also an sich zumindest kann man sagen, ja, man kann zumindest sagen bei dem Spielberater, dass die essentiellen Power-Ups eingezeichnet sind. Aber, wie gesagt, das meiste muss man sich selber zusammenreimen. Ganz anders als bei dem... Das weiß ich nicht ganz anders, weiß ich nicht. Aber ich habe mal so ein bisschen durchgeblättert. Und der offizielle Spieleberater, der dem Big Pack von Super Metroid dabei war, also dem Spiel, das ist nichts, was man zusätzlich gekauft hat, zumindest. Vielleicht konnte man auch zusätzlich kaufen, aber es ist im Spiel dabei. Und der ist richtig spoilery, weil da sind auf einer Seite relativ weit vorne alle Bosse drin. Inklusive dem finalen Boss. Der finale Boss wird nicht erst angezeigt an der Stelle, wo man quasi, wenn man den Spieleberater benutzt, beim Durchblättern zum Spiel, ist denn. Ich habe keine Missätze. Ich sollte vielleicht lieber erstmal. Nee, doch. Ich bin auf dem Weg zurück. Ich muss jetzt nämlich erstmal Missiles farmen. Wo war ich? Achso, ja. Der ist halt sehr spoilerig, dass man. Shit. Den kann ich nicht besiegen. Ich brauche Missiles. Oh. Hat sich selber in Ball verwandelt. Sehr schön. Ich brauche. Bin ich jetzt in der Sackgasse? Ich bin in der Sackgasse. Der Wicht hat mir aufgelauert. Das ist nicht gut. Weil ich kann ihm keinen Schaden machen. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich fliegen kann. Ja, ich kann fliegen. Sehr schön. Zack. Hä? Habe ich mich verlaufen? Moment. Ah, ich bin falsch abgebogen. Aber. Wir fahren mal hier ab. Vielleicht gibt es hier noch irgendein Versteck. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie eine versteckte Missilkammer. Nee. Sieht schlecht aus. Nichts versteckt. So. Wie gesagt, ich kann dem gerade nichts schaden. Ich würde tatsächlich sagen, das ist auch in dem Run, den ich mache, das schwerste von den Metroid-Teilen. Aufgrund seiner Limitierungen. Zack. Weil man halt so selten Munition kriegt. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, gibt es hier nicht mal, auch was die Leben angeht, nicht mal die großen Lebensbatzen, sondern nur die kleinen, die, glaube ich, 5 wert sind. 5 Gesundheit. Was schwierig ist. Was ist... Na, komm. Ich brauche keine Gesundheit. Ich brauche Missiles. Verdammte Axt. Und dem aufmerksamen Zuschauer ist es vielleicht schon aufgefallen. Ich habe kein Charge-Beam. Sag mal, könnt ihr mal bitte Gesundheit fallen lassen? Wir gehen mal kurz nach rechts, auch wenn da der nächste Metroid theoretisch lauert.
Das bleibt auch so. Es gibt kein Charge-Beam hier im Spiel. Warum, weiß ich nicht. Ich würde Tatsache aus Unwissenheit wieder auf die Limitierungen schieben. Da ist der zweite. Also wir kommen auf jeden Fall schon mal zur 26. Gut zu wissen. Und das ist übrigens ein Gamma-Metroid. Der mutiert gleich. Ich glaube, nach Gamma gibt es noch Zeta und auf jeden Fall Omega. Ja. Gib mir nochmal Pfeile, wollte ich gerade sagen. Nein, 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 das erhöht nur die Chance, dass ich Gesundheit kriege. Ah, shit. Und wenn sie... Die tauen halt auch nicht auf. Was dann auch nochmal so ein Anzeichen dafür ist. Die Limitierung. Das kann zwar schön handy sein. Oh, Alter. Muss jetzt nicht zurück eiern, nur für Missiles. So. Ich bin jetzt bei voller Gesundheit. Gebt mir doch mal Missiles, verdammt. Soweit ich mich erinnere, gibt es zumindest dann vor dem Endboss zumindest noch eine Missile-Station. Oh, das ist nicht euer scheiß Ernst. Was soll denn das? Wo kriege ich jetzt Missiles her? Ich brauche Missiles. Und zwar nicht zu knapp. Ich glaube, ein eingesammelter Missile-Dingsbums bringt mir 5 Missiles zurück. Das ist nicht euer scheiß Ernst. Warum gebt ihr denen nur Gesundheit? Wir gehen jetzt hier durch, weil ich kriege von den Robotern Missiles. Ist hier vielleicht noch irgendwer, der mir... Oh, Leute... Gebt mir doch mal Missiles. Es ist nicht euer scheiß Ernst, dass ich jetzt wirklich keine... Es macht für mich gerade eine... Es macht für mich wirklich gerade... ich habe keinen Schaden gekriegt. Es hat zwar schon geblitzt, aber die Berührung war nicht lang genug zum Schaden kriegen. Ich glaube Tatsache, das ist hier... aber theoretisch können wir da oben farmen. Wenn meine Theorie falsch ist, können wir da oben trotzdem farmen. Weil da sind diese Pflanzen. Huch. Ja, ja. No! Oh, ey. Bomben. Mein Hass-Item von Metroid. Man braucht sie. Aber sind sie so schrecklich nutzig. Yes! Eine Missile! 5. Wir haben schon mal 5. Oh Gott, ey, das wird ewig dauern. Man kriegt. Nee, wenn ich Munition beim. Wenn ich Munition hier kriegen würde. Aber vielleicht gibt es doch eine. Vielleicht gibt es hier eine Station. Das ist Wasser. Haben wir das auch eigentlich getestet? Bei mir fällt gerade ein, es gab eine Stelle, wo wir nicht weiterkamen. Kann ich... Oh, ich kann nicht besiegen. Oh, es gibt doch die großen, aber die sind extrem selten. Scheinbar. So, da hinten gab es nämlich noch einen Weg hoch. Und ich glaube, da gab es eine... Gab es irgendeine Station. Wir gucken. Ach nee, hier hatte ich mich gefragt, ob das Wasser oder Säure ist. Hier ist noch eine Speicherstation. Ich bin mal so frei. So, und hier können wir jetzt... Bingo, 10. Es scheint mir gerade so, als gäbe es... Missiles nur von Maschinen. Und Leben.
Und leben halt nur von okay. Es war Fall. Gott sei Dank. Oh! Okay, nehme ich auch. Ein Missile Container nehme ich auch. Bis jetzt haben wir, glaube ich, Missiles nur von Maschinen gekriegt. Ah, hier gibt es noch eine zweite Maschine. Perfekt. Ist hier noch eine Maschine? Nee. Aber hier sind so eine Löcher. Ach nee, stimmt, hier waren Metroid und deswegen waren hier keine Monster. So, potenziell kann ich hier Missiles farmen. Oder kann ich hier irgendwo erkennen. Huch, kann ich hier irgendwo erkennen, ob es eine Aufladestation gibt? Wir können noch was anderes gleich nachgucken. Na komm, komm wieder hoch. Es sieht nämlich fast so aus, als wäre da ein Durchgang. Na, scheinbar nicht. Oh, come on, gib mir Missiles. Kann doch nicht sein, dass es hier ganz nah beieinander zwei Lebensauffüllungsmaschinen gibt, aber keine Missile-Auffüllung. Ich muss mal die Karte studieren. Da oben ist nichts mehr von Interesse. Soweit ich das sehen kann. Ich will nicht schummeln, das soll hier klassisch sein. Mit klassisch meine ich, ich benutze mein Papier, Spieleberater. Und sonst nichts. Oh, come on. Gott sei Dank. So, 40 haben wir. Kann auch nicht sein. Aber meine Theorie scheint sich ja aktuell zu bestätigen. Dass es die Missiles nur von Robotern gibt. Ach nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir machen jetzt noch so lange, bis wir hier 50 kriegen. Und wenn ich die 50 voll habe und der Raum ist gerade erst angefangen, nehmen wir hier noch quasi. So, und jetzt gehen wir nämlich einmal nach rechts. Das ist das, was ich meine. Und einmal nach links. Und haben wir im Idealfall 60 Missiles gleich. Ja, nee, 55 ist auch gut. Oh, das gibt's nicht. Shit. Egal, die speichern wir jetzt ab, diese 50. Ach, hier zu speichern war ja auch Quatsch. Hier ist nämlich dann auch gleich wieder eine weitere Speicherstation, was halt auch nur bedingt Sinn macht. Das hat sich nicht gelohnt. Der Einsatz hat sich nicht gelohnt, okay. Ah, deswegen nehmen wir auch diese Speicherstation noch mit, weil lol. Weil ich will mich hier nicht immer an dem. Moment. Der schießt ja nur in eine Richtung. Fürchte, wenn ich den Eisstrahl den Laser von ihm einfriere,
blockiert das nämlich den Kram hier. Willst du noch einmal ausprobieren, ob meine Theorie stimmt? Ah, nee. Bleibt eine Theorie. Aber wir haben 20 mehr noch und die speichere ich trotzdem ab. Weil ich kann. Und weil ich eh davon ausgehe, dass ich nicht so gut spiele, dass, am Ende Samus im Bikini dasteht. Hier steht sie übrigens als Sache dann später im Bikini da. In Super Metroid trägt sie, glaube ich, wieder einen Badeanzug im Idealfall. In Metroid 1 weiß ich es gerade gar nicht. In Zero Mission trägt sie ja die seitdem ikonische Zero Suit. Dieser Ganzkörperanzug, den sie trägt. In Fusion trägt sie, glaube ich, einen mehr so ein sporty Outfit, also eine Shorts trägt sie da und einen, ja, ich sage jetzt mal einen Top. Und es ist interessant, fällt mir gerade auf, sie trägt im Prinzip überall immer was anderes. So, wir wollen jetzt ja nach da. Ich weiß gerade gar nicht, welchen... Wo bin ich gerade? Wo bin ich? Ich bin... Ja, wir sind jetzt beim Gamma. Zu dem wollte ich auch. Zack. Genau, der Gamma. Und dann haben wir nämlich alle Gammas durch. Und theoretisch müsste nämlich der da unten der letzte Metroid sein. Okay, wir haben noch 34 Mitzels. Das heißt, ich habe gerade mal 21 verballert. Und ich habe ein paar verballert. Das ist nämlich auch das Problem. Die Metroids stecken natürlich, umso weiter sie sich entwickeln, immer mehr ein. Der Gamma kassiert, glaube ich, 5, wenn ich richtig aufgepasst habe. Der hier, ich weiß nicht, wie viel ich verballert habe. Also der braucht wahrscheinlich, wenn ich raten müsste, 15. Gehen wir mal von 15 aus. Also das ist das Maximum, was ich jetzt sagen würde, was er braucht. Hoffentlich irre ich mich. Weil das würde mich heißen, wenn die immer 10 mehr dazu kriegen, dass ich für den Omega-Metroid später 35 brauchen würde. Nee, ich hoffe, ich habe mich verzählt. Und ich habe jetzt doch sehr, sehr viele verballert. Und brauche 10 hoffentlich dafür. Dadurch, dass die halt so böse viel Schaden machen können. Habe ich jetzt auch nicht die Konstellation mitzuzählen. Mir ist dann lieber wichtiger, dass ich das viel schneller bewege, weil ich habe schon ein paar Mal erwähnt, Steuerung auf dem Gameboy stark limitiert. Ich kann nur in 4 Richtungen schießen. Nicht so wie bei Super Metroid oder Metroid Fusion oder Zero Mission in 8 Richtungen. Au. So, wusste ich doch, das war die letzte... eine verschwendet. Also, ich habe mehr als eine verschwendet, aber bei der einen... Ne, hier waren wir ja schon. Hier war es nur ein Sackgasse. Oh, mir fehlt ein Metroid. Weil es gibt kein Erdbeben. Doch, da ist das Erdbeben. Sehr schön. Das heißt nämlich, wir können weiter. So. L10. Wofür steht L10? Bin mir gerade nicht sicher. Weil vorhin hatten wir L2 und deswegen dachte ich, das ist vielleicht der Sektor. Wobei, wir sind die ganze Zeit in Sektor 3 unterwegs. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Sektor 4, wo ich jetzt mal kurz gucken muss. Wir müssen ganz zum Anfang zurück. Okay, cool. Cool, wir müssen ganz zum Anfang zurück. Das heißt, wir können im Idealfall... Oh, ich gehe nach links. Wir sind hier gerade in der Nähe von einem... gut erreichbaren Lebensspender.
Das klingt falsch. Den nehmen wir natürlich mit. Klar, es gibt weiter oben auch noch einen, aber der ist deutlich schlechter zu erreichen. Oh, diese Dinger sind später mit dem, ich glaube, Phaser-Beam. Es gibt drei Beams hier. Phaser. Wir haben hier noch keine. Wir haben hier noch keinen Energy Tank gefunden. Muss ich mal kurz langfahren. Es gibt Phaser. Spacer, glaube ich, gibt's. Nee, Quatsch. Es gibt den Waver. Dann, den Plasma und den Ice, genau. Die drei gibt's. Und der Waver. Das ist doch der Spacer. Auf jeden Fall, einer hat halt mehr so einen weiten Schuss. Der Waver. Ich denke jetzt nämlich gerade bei den Beams leider an Super Metroid. Der Waver macht halt das, was er soll. Nämlich Wellen, meine ich. Also der geht in so einer Schlängelinie nach vorne. Der Spacer hätte halt drei Schuss, die nach vorne gehen. Womit er damit halt den weiteren Schuss hat. Der Plasma Beam müsste. Ich weiß nicht, wie er hier dargestellt wird. Aber der dürfte wieder nur einen Schuss haben, also ähnlich wie der Ice Beam gerade oder der Power Beam an sich. Ist aber der stärkste. Was nicht so wichtig ist wie quasi der Ice Beam. Der Ice Beam hat natürlich diesen Vorteil, dass er Gegner einfriert, die man dann in Ruhe besiegen kann. Das geht zwar mit dem Plasma Beam schneller, aber wie gesagt, ich glaube, der Ice Beam ist hier der sinnvollste. Es wäre nochmal was anderes, wenn man stacken könnte oder quasi. Ah, shit. Das wollte ich verhindern und jetzt habe ich es doch geschafft. Oder wie bei Super Metroid später quasi im. Das ging übrigens bei Super Metroid, fällt mir gerade auf. Dass man Beams ein- und ausschalten konnte. Ist Tatsache auch eine Möglichkeit, Tatsache, die Game. In Anführungszeichen. Geheime Spieltechnik quasi zu benutzen, weil man kann die Beams kombinieren mit der Powerbombe. Aber ich glaube, das geht immer nur, wenn man einen Beam ausgerüstet hat von den drei Upgrade-Beams. Also Plasma, Waver, Spacer. Ich glaube, der Charge-Beam hat keinen. Ich glaube, den Charge-Beam kann man immer anlassen. Aber damit kann man halt mit der Powerbomb. Stimmt, den Charge-Beam braucht man ja auch für das, was ich meine. Und. Wobei. Achso, ja, und man. Genau, man muss nämlich dann den Beam aufladen in den Charge-Beam. Und dann muss man. Wenn ich mich richtig erinnere, wir speichern hier jetzt nicht, wir haben ja gleich eine Station. Und dann muss man. Das ist halt cooler als nützlich, sag ich mal. Dementsprechend bin ich mir gerade nicht sicher, weil ich glaube, man kann die Powerbombe so eigentlich nicht ausführen. Aber man muss halt die Powerbombe auswählen, aber man kann sie ja nicht einsetzen. Dementsprechend glaube ich, man muss dann wahrscheinlich schnell in den. Nee, wenn man im Charge-Spiel in Morphol wechselt, dann purzeln da ja die Bomben raus. Ah, ich bin mir gerade nicht sicher. Müssen wir mal austesten. Super Metroid ist ja als nächstes drin. Was ich vorhabe, Tatsache am Stück durchzuspielen. Weil ich mit Super Metroid relativ vertraut bin und da auch die Länge, glaube ich, überschaubar ist. Bei Fusion würde ich es mir nicht zutrauen, das am Stück durchzuspielen. Weil das halt. Metroid-Spiele sind halt alle nicht lang, wenn wir ehrlich sind. Aber bei Super Metroid traue ich mir am ehesten zu, dass ich das an einem Abend schaffe. Dementsprechend wird das mal ein Samstags-Stream. Und im Zweifelsfall machen wir es so wie bei Zero Mission, dass ich. Ach, die Dinger. Dass ich mich. Dass ich den Großteil dann am Samstag mache und dann den letzten Rest quasi nachhole. Weil der letzte Rest schwer zu definieren ist bei Super Metroid, wenn ich so drüber nachdenke. Weil ab einem gewissen Punkt geht's schnell. Es gibt halt eine Stelle, die ich auf den Tod nicht ausstehen kann, weil sie unfair wird.
Weil man dann plötzlich wissen muss, dass man durch Wände gehen kann. Nichts davor im Spiel einen darauf hinweist. Und das quasi danach nochmal an ein oder zwei anderen Stellen stattfindet. So, wir sind jetzt offiziell in Sektor... Nee, wir sind noch nicht da. Wir sind auf dem Weg zu Sektor 4. So, das hat gut funktioniert. Ja, und unsichtbare Wände finde ich halt immer kacke. Vor allem, wenn man nicht darauf vorbereitet wird. Wenn alles im Prinzip erreichbar ist, indem man nachdenkt und quasi weiß, was man tut. Und plötzlich verlangt das Spiel halt von einem... Hier gibt es einen Energy Tank, oder? Gab es hier nicht einen Energy Tank? Shit, uns fehlt hier ein Energy Tank. Egal, muss ich mitleben. Ich mache ja keinen 100% Run. Weil ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wo ich danach suchen soll. Wahrscheinlich irgendwo müsste ich die Decke abfahren. Im Idealfall, ich glaube, man kriegt 5. Ich habe es noch nicht weiter gecheckt. Das war meine Vermutung gehabt des Abstands, den wir da sehen. Also dieses Karo ist ja der Energy Tank. Au, oh, okay. Ich wollte es nur testen. Jetzt müsste ich aber wirklich... Ich glaube, ich bin in Sektor 4 jetzt. Sektor 4 ist klein, wenn ich das richtig sehe. Sektor 4 sieht klein aus. Schauen wir einfach mal. Zack, gehen wir mal weiter. Hier gibt es, glaube ich, am Ende auch so kleine Arschlochfallen, sage ich jetzt mal. Wo man dann, wenn man Pech hat, durch den Boden fällt. Ich glaube sogar im letzten Raum. Was erwartet mich hier? Hier haben wir 2 Alpha-Metroids, 8 Gamma-Metroids, 2 Energy-Tanks, cool. Wären wir, wenn ich alle eingesammelt hätte, bei insgesamt 4. 3 Missile-Dinger, die Space-Jump-Boots. Wo finde ich die denn, die Space-Jump-Boots? Da. Das wird spaßig. Und den Plasma-Beam potenziell. Die Frage ist, ob ich den Plasma-Beam an der Stelle mitnehmen will. Weil ich glaube, steht hier irgendwie was, dass ich die damit... Der Plasma-Beam. Um in den Besitz des Plasma-Beams, der stärkste und wirkungsvollsten Waffe auf SR388 zu kommen, muss ich Samus durch die Hölle der Parasitenbrut kämpfen. Ihre Gegner haben nichts anderes im Sinn, als sie aufzuhalten. Doch ohne Plasma-Beam wird sie nicht weiterkommen. Denn nur er zerstört mit einem Schuss Mauern. Ah, shit. Okay, wir brauchen den Plasma-Beam, um Mauern zu zerstören. Ist ja ein... Ach, boy. Okay. Hat sich die Frage also auch geklärt. Ne, wir müssen hier lang. Zack. Und... Weiter geht's. Ich stelle mir das so weird vor, das ohne Tod zu spielen. Cool, ihn kann ich gar nicht verletzen. Weil am meisten unterscheiden sich halt die Bereiche hier über den Ton. Au, ich dachte, ich bin auch runter. Um nicht zu sagen, sie unterscheiden sich nur durch den Ton. Ja, ich würde sagen, sie unterscheiden sich nur durch den Ton, weil es ist eigentlich alles Höhle. Mehr nicht. Au! Oh Gott, das ist echt teilweise schwer. Ja, doch, man sieht eigentlich deutlich. Nee, zumindest bei dem letzten sieht man es jetzt deutlich. So. Ich bin...
will ganz hoch. Wenn ich das richtig sehe, will ich ganz hoch. Für den Space Jump. Und auch für alles andere, wenn ich das gerade richtig sehe. Unten sind nur Metroids. Hier geht es nur zu Metroids. Und ich glaube, vorher will ich mal die ganzen Items einsammeln. Es gibt hier schließlich 10 Metroids. Au! Aber ich habe immer noch nicht genug Missiles. Ich brauche unbedingt eine Missile-Station. Alleine um schon zu wissen, wie viel Missiles wir... Also ich bis jetzt habe. Ich würde sagen, um die 100? 110 vielleicht? Moment, wir gucken mal kurz was. Nee. Okay. Da ist nichts. Au! Vor allem, dass die damit immer den ganzen Raum füllen. Ist ja schön und gut, dass es diese Viecher gibt. Aber müssen die ja den ganzen Raum füllen? So. Der klügste Weg ist, glaube ich... Oh. Ne, der ist unten lang. Weil unten ist noch eine kleine Kammer, die ich mir mal angucken will. Was bist du denn? Ah, okay, du spammst was. Dich kann ich schon mal nicht töten. Okay. Frage ist, ist das jetzt schlau, was ich hier mache? Ach ja, stimmt, ich kann ja sowieso überall durch mit dem Spider-Ball. Ja, ja. Alles gut, ich kann mich gar nicht softlocken. Da ist was. Endlich! 110! Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder nur gedacht habe, aber ich... Hab wirklich gedacht, 110 sind es bestimmt. So, wir haben die Hälfte von dem, was wir brauchen. Weil wir brauchen mindestens 200 Missiles für den Endboss. Oh! Du bist ein kleines Kriechding. Ah, und dann kann ich dich auch töten. Ach, du, ihr seid schon wieder... Nee, was seid ihr? Es sah aus wie ein Zyklopenauge. Aber ich... Es fühlte sich maschinell an. Hoch. Immer weiter hoch. Da ist wieder so einer. Ich würde sagen, es sind Maschinen. Dieses Auge sieht aus wie ein Kameraauge. Oh. So. Oh Gott, ey. Das Gebiet sieht ja auch nicht cool aus. Ich muss wieder runter. Das Miese ist, dass das weiße Zeug hier nicht eingezeichnet ist. Es macht zwar irgendwie Spaß, es zu zerstören. Aber die Tatsache, dass ich es zerstören muss, um überhaupt meinen Weg zu finden, beziehungsweise um zu gucken, ob es vielleicht noch anderen Scheiß hier gibt, stört mich. So, hier wird da bestimmt ein Metroid lauern, wenn ich raten muss. Der Space Jump. Okay. Sehr stark verzögert. Aber der Space Jump macht das Reisen so viel angenehmer. Das sieht hier vor allem aus wie eine zerstörbare Wand. So, komm.
Und wir wollen jetzt, der Space Jump war die 1, die ist da. Die 2, cool, sind Gamma Metroids. Oh. Hä? Das ist interessant. Ich weiß aktuell nicht, wie ich da hinkomme. Egal, wir gehen hier einfach mal weiter. Ich weiß nicht, wie ich zum Plasma-Beam komme. Oh! Au, ich wollte nicht... Das wollte ich machen. Alright. Zack. Dann schauen wir doch mal. Ja, cool, reicht. Oh, perfekt. Das macht Reisen so viel angenehmer. Das Timing ist noch ein bisschen schwierig. Nein! Kann ich mir auch an den Stacheln vorbei. Wie gesagt, das Timing ist noch ein bisschen schwierig. Weil man kann nicht zu einem x-beliebigen Zeitpunkt drücken. Das ist, glaube ich, nie so. Am einfachsten finde ich diesen Sprung bei... bei Fusion? Wenn ich mich richtig erinnere. Komm schon. Ah, wieder verkackt. Okay. Ich hoffe fast, wir fahren mal kurz ein bisschen mit dem... Na, komm. Mit dem Spider-Ball hoch. Und weiter kommen wir normalerweise nicht. Oh, das gibt's nicht. Come on. Hoch. Wir fahren jetzt hier hoch. Ich muss leider... Was heißt leider? Ich muss nach rechts. Sollte aber hiermit möglich sein. Nein! Oh, reiß dich zusammen. Mein Mindestziel habe ich zumindest schon mal erreicht. Mit den 25. Das ist. Nein, konzentriere dich jetzt. Reiß dich zusammen. Nein! Dieses Timing. Es ist kniffliger, als es aussieht. Ich meine, ich muss darüber. Ich muss darüber, denke ich. Ich bin dort. Ja, ich muss rüber. Ich muss. Definitiv rüber. Definitiv. Da ist eine Chozo-Statue auf der... Nein! Oh, so knapp. Dem kann ich leider nichts antun. Dem kann ich wahrscheinlich mit dem Plasma-Beam was antun später. So. Ich will hier runter, ne? Man wird so skeptisch, wenn man es irgendwie immer wieder verkackt. So, ja. Theoretisch will ich hier runter.
Schön, dass ich auch immer noch nicht sicher bin, ob ich hier runter will. Ich will auch nach rechts, aber erstmal will ich hier nach unten. Weil da ist entweder ein Speicherpunkt oder eine Chozo-Statue. Sieht für mich auf der Map aus wie eine Chozo-Statue. Da sehe ich doch eine Speicherstation. Dann wird das andere, was ich da sehe, keine Speicherstation sein. Ich bin dort. Jetzt geht's gleich richtig tief runter. Bringt's mir überhaupt rechts was? Nee. Rechts können wir jetzt nur noch mal kurz gucken, ob es hier irgendwas gibt. Ja, da sehe ich doch was. Da blinkt doch was. Jawohl. Ah, die geben gleich 20, 10. Krass. Nehme ich. Ist okay. So, das speichern wir natürlich ab. Ich weiß übrigens nicht, wie viele Energy Tanks. Quatsch. Missile Tanks gibt. Ich könnte nachzählen. Aber ich habe zumindest inzwischen die Hoffnung, dass es genug sind. Sagen wir es mal so. So, jetzt. Oh, du kleines Arschloch schon. Oh, was bist du denn? Iii. Wo bin ich? Moment, ich brauche mal kurz Licht. Kleinen Moment. So, das Problem mit dem Spielemurator aus Papier ist nämlich, man kann ihn, wenn es dunkler wird, schwerer lesen. So, ich bin hier. Das sieht für mich aus wie eine Chozo-Statue. Und hier gibt es wieder nur Maschinen. Und seht ihr, wie cool das ist? Mit dem Eisbeam. Ein Schuss und der Gegner ist eingefroren. Das ist der Spacer. Gut, das ist. Da gibt es jetzt zwei Beamstationen. Es gibt sogar alle drei. Oh. Quasi direkt unter mir. Nee, Quatsch. Nicht direkt unter mir. Ich habe mich gerade verguckt. Wir müssen jetzt aber nach rechts. Wir müssen nach rechts. Und da warten. Ja, und damit kann man. Oh, gibt's hier unten was? Ja, hier gibt es zumindest einen Raum. Problem ist, dass diese Räume halt grundsätzlich alle gleich geschnitten sind. Das heißt, dieser Raum ist in allen Chozo-Räumen, zumindest soweit ich das. Ja, gut, okay. Egal. Ja.
Ihr habt festgestellt, dass der Game... Ihr vielleicht festgestellt habt, sagen wir es mal so. Kann der Gameboy nicht viele gegen... Sind das dann vielleicht die Stellen, die der Plasma-Beam kaputt kriegen soll? Ja, okay, hier geht's nicht weiter. Okay, wir müssen nämlich hier rechts irgendwann lang. Nein! In der Luft kann ich hier leider mich nicht in den Morphball verwandeln, deswegen war das dumm. Egal, wir sind am Ziel. Hier will ich hin. Cool. Bin durch den Boden gefallen. Oh, es ist so ein... Oh, das ist ein Scheißraum. Ah, verdammt, da kann ich stehen. Aber das kann dauern. Oh, das kann richtig lange dauern. Cool. Sowas liebe ich ja. Zum Glück war weiter oben eine Aufladestation. Ach ja, stimmt, ich kann ja nicht. Gott sei Dank. Gott, war das lästig. So. Minimumziel erreicht, was ich mir heute vorgenommen habe. Streben wir mal die 20 an. Das ist schon sein. Das sah doch so aus, als ging es hier weiter hoch. Ah, okay. Gucken wir uns mal unten an, ob es hier noch irgendwas gibt. Okay, geht's weiter rum. Ach, wie schön. Und das... Ah, die könnte auch zu dem Kumpel weiter oben gehören. Ah, ich sollte nochmal umkehren. Weil ich bin fast... Au! Das gibt's auch nicht mehr. Dass man, wenn die nachwachsen, verletzt wird. So, ich bin dort. Nee. Oh. Okay, wir wollen definitiv nach oben. Nur für den Fall der Fälle.
Ja. Wir wollen am Idealfall nach oben. Aber wir gehen mal... Ich bin mal naiv und dumm. Und gehe einfach nach links. In der Hoffnung, dass mir vielleicht... doch noch mal eine Speicherstation hier unten gegeben wird. Aha! Okay, ich brauche immer nur einen Schuss. Au! Hat sich der Block wirklich mal so geschlossen? Dass der Metroid zu mir reingekommen ist. Vor allem, wie die einfach aus dem Himmel droppen. Auch cool. So, und hier ist der Plasma-Beam. So. Fahren wir hoch. Gut, wir gucken wieder hier unten in diesen Raum. In der Hoffnung, dass das mir irgendwann mal was bringt. Der mächtigste Strahl im Spiel. Zack, ein Schuss und das Vieh ist tot. Dürfte aber nicht gegen Metroids wirken, wenn ich mich nicht irre. Und ich weiß, dass wir am Ende zumindest für eine Art Gegner definitiv den Eisbeam brauchen. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Komme ich überhaupt wieder hoch? Ja, doch. Wollen wir einfach an der Decke festhalten und... dann fahren wir hoch. Jetzt fahren wir hier hoch. Weil ich will unbedingt speichern. Wir haben gerade gut was weggemacht. Wir haben zwei Gamma-Metroids besiegt. Einen Missile-Tank eingesammelt. Ah. Das lief alles andere als gut. Zugegeben. Gab's hier unten was? Hier war, glaube ich, der Space Jump, ne? Ich bin dort. Ja, da gab es nur den Space Jump. Schade. Hä? Ja. Oh, du Sack! Egal, wir haben gespeichert. Und das war das, was ich die ganze Zeit machen wollte, aber ich kam nicht weit genug weg. Weil ich glaube, wenn ich weit genug weggegangen wäre... Oh,
Ey, die spawnen auch immer kacke. Spawnt doch bitte die Gegner nicht dort, wo ich zwangsweise ankomme. Gott, wie man halt immer das kriegt, was man nämlich braucht. Brauche jetzt eigentlich Gesundheit und kriege Missiles. So, wir sind jetzt im Bereich C. Ich muss... Das ist mein Rückweg? Ne, alles andere als mein Rückweg. Wenn es nicht besser müsste, würde ich sagen, das ist das Ende, aber nein. Wir sind auf... Ah, scheiße. Oh, das ist eklig. Ich wünsche, ich könnte ein Safe State setzen. Ich bin gewillt, da rüber zu gehen, aber nein. So bescheuert bin ich nicht. Da könnte was sein, aber... Oh, du Sack. Okay, ich muss... Sack. Huh. Okay. Ich bin kein Fan von unsichtbaren Wänden. In keinem Spiel. Weil sie sind unfair. Sie sind halt wirklich unfair. Wenn es keinen Hinweis darauf gibt, dass sie existieren. Oh, du Sack! Fahr doch mal woanders lang! Mann! Natürlich! Bringst du zu Ende? Oh, ich weiß nicht mal, was das Spiel gerade von mir will. Das ist das Schlimmste. Wozu ist dieser C-Bereich da? Ich muss eigentlich links durch die Wand. Wenn ich das richtig lese. Ach, wie schön. Wie gesagt, kein Fan von sowas. Bin fast tot. Der nächste Treffer tötet. Ja, ja. Vor allem diese scheiß Flammenwerfer. Warum existieren die? Auch das keine schöne... Mechanik, aber wir haben ja Gott sei Dank gespeichert. Ich habe nicht viel Leben, aber das bisschen Leben, was ich habe, habe ich gespeichert. Ich hasse es. Dass man halt wirklich immer das nicht kriegt, was man eigentlich gerade braucht. Ich hasse es. Weil ich habe Missiles, aber keine Leben.
Und wenn ich Leben habe, habe ich meistens keine Missiles. Was soll denn der Scheiß? Wir gucken uns mal kurz draußen. Ich brauche Heilung. Es hilft ja nichts. Wenigstens kann ich sie farmen. Oh, dringend Heilung. Schön, die kann ich also immer noch nicht töten. Dann wieder runter ins Loch. Ich heile mich jetzt so lange, bis ich hier auf 99 zumindest komme. Bis das Kästchen da einmal... Aber ich muss hier eigentlich irgendwann auch noch nach rechts. Folge ich darauf. Gott sei Dank weiß ich, dass... zumindest meine ich mich daran zu erinnern, dass es für... Also in der Nähe vom Endboss wirklich eine Station gibt für beides. So, wir gehen jetzt weiter. Oh Gott, ey. Nervt das. Das nervt leider zu sehr. So, dann speichern wir mal. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, ich mache mehr Progress als beim letzten Mal. Sehr schön. Zwei Bomben brauchen die also. Gut zu wissen. In der Hoffnung, dass ich dieses Wissen nie wieder brauche. So macht man das. Sehr schön. Jetzt geben die mir nicht mal mehr Missiles. Gibt noch irgendwas. Danke. Ja, schon sehr genügsam. Wenn ich schon nicht das kriege, was ich brauche. Das sind halt wirklich so Stellen, wo man sich wünscht, man hätte ein Safe State. Au. Cool. Oh, leck mich fett. Wie habe ich es denn beim ersten Mal geschafft? Fuck. Jetzt. Schön, dass du so spät reagierst, Samus. So. Es ist halt wirklich gerade Walljump 0.5. Gibt es einen Trick? Kann ich es schießen? Nein. Ey, vorhin habe ich es in einem wunderbaren flüssigen Move gemacht. Ja, komm. Nutz mal die Zeit hier zum Üben. Das kann doch nicht sein. Wie habe ich es denn vorhin auf Anhieb geschafft? Cool.
Natürlich schaffe ich es jetzt, wo ich halb tot bin. Aber ich habe hier ja nicht mal die Möglichkeit, irgendwie Leben einzusammeln. Und die machen das random! Das ist halt. Das macht mich halt auch noch so wahnsinnig. Die folgen halt keinem Pattern. Zumindest der erste nicht. Ist doch scheiße. Von wieder zwei Lebenspunkte. Der Metroid braucht mich nur anatmen. Und ich bin tot. Der fliegt halt auch leider knapp über mein... Es ist halt leider ein Fluch, dass man halt hier so wenig... So wenig Möglichkeiten hat. Man ist halt wirklich eingeschränkt. Das kann man nicht von Hand weisen. Man ist eingeschränkt. Beim Remake auf dem 3DS hat man ja diese 360-Grad Zielfunktion, die man ja auf bei Dredgehammer auch hat. Ja, dann eben so. I don't care. Aber wir machen 10 Schaden bei Berührung. Wie asozial ist das denn? Weil es gibt hier nichts mehr, was heilt. Nichts mehr. Na, war hier hinten, war links nochmal was? Nee, war? Nee, da war nichts mehr. Ich hab gerade überlegt. Nee. Ah, shit, das war dumm. Hier gibt's nur noch Missiles. Das bestätigt mir halt auch schon wieder so krass meine Theorie, dass man von Maschinen Raketen kriegt und von Lebewesen halt Lebensenergie. Es ist doch nicht euer Scheißernst! Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Ah, so. Das ist dumm. Cool. Einfach cool. Nein! Ey, konzentrier dich jetzt. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Mann! Reiß dich zusammen. Boah, wie ich einfach jetzt schon wieder hier am Ende mit einer einstelligen Lebenspunktezahl rausgehe. So. So, jetzt der Ficker. Geht doch. Vor allem, der ist so gut versteckt, dieser Metroid. Ohne Guide würde ich nie auf die Idee kommen. Dass hier einer ist. So, wo bin ich denn jetzt? Weil ich habe echt keinen Bock, nochmal zu sterben. Bin ich ganz ehrlich, ich bin gerade ein bisschen angefressen. Tut mir leid. An dieser Stelle ist halt total arschig. Erstens ist das scheinbar der bestbewachteste Metroid. Er ist in einer versteckten Wand, wo nichts darauf hinweist, dass da irgendwie was sein könnte. Diese komischen Flammenwerfer-Dinger. Davor noch Walljump extrem mit Stacheln, die einen verletzen. Wäre nicht schlimm genug, als müsste man dann hoch. Mit dem Space Jump? Nein! Man muss so navigieren, dass man an diesen Stacheln vorbeikommt. Cool, hier wird doch noch einer sein, ne? Oh Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Ah, wenigstens wird mal belohnt für die ganze Qual. So, muss ich jetzt zu dem Quatsch nochmal zurück? Oder gibt's hier... Ne, okay, gibt... There is no easy way out. No shortcut home. Cool. Egal, wir haben jetzt aber einfach mal 300 Lebenspunkte. Ich kann da mal lang fahren. Hoch. Der Spider-Bolt steuert sich halt auch überall, wo er stattfindet, wie Arsch. Was ist doch, hier gibt's was. Das war so ein Gefühl. So random. So verschissen random, was soll denn das? Hä? Moment. Was ist das denn für Quatsch? Fühlt sich nicht richtig an. Wahrscheinlich ist da irgendwas versteckt, keine Ahnung. Aber es fühlt sich komisch an. Kann man sich so an einem Metroid vielleicht vorbeischlängeln? Wohl kaum, weil das bedarf eine Manöver. Hier, das ist das Einzige, was auf den Metroid hinweist. Oh, natürlich fährst du auch noch so hier lang. Ich spiele dieses Spiel, damit ihr es nicht müsst. Ach ja. Da weiß man auch erst so ein Remake richtig zu schätzen. Es wäre halt mit Save States nochmal ganz anders. Ganz anders, kein Lieber. Muss man mal festhalten. Weil die Tatsache, dass ich halt hier daran gebunden bin, an diese Speicherpunkte, macht es schwieriger. Bei Dread scheint es ja Rücksetzpunkte zu geben. Weiß ich noch nicht, was ich davon halte, weil eigentlich ist das ja das, was Metroid ausmacht, dass man ja nur diese Speicherpunkte hat, quasi auch wie bei Hollow Knight. Weil vielleicht damit eher vertraut ist, da landet man ja nach dem Tod auch immer auf der Bank. Und so erwarte ich es eigentlich auch von Metroid, dass ich halt immer nach dem Tod bei der Speicherstation lande. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Weil ja gesagt wurde, es gibt großzügige Rücksetzpunkte. Gott sei Dank. Vielleicht kann man das ein- und ausschalten, das fände ich ganz cool. Aber hier zum Beispiel würde ich halt sagen, würde ich halt die Virtual Console-Möglichkeiten benutzen, wie ich sie auch bei Zero Mission benutzt habe, beim Endkampf. Wer das mal nachholen will auf YouTube. Spoiler, benutzt beim Endkampf den Save State der Virtual Console. Komm. Deshalb, der gibt mir nichts. Würde ich, glaube ich, auch machen. Alleine aus dem Grund, dass man halt so krass eingeschränkt ist, was die Möglichkeit. Was zur. Auch schön. No! Klapp. Are you kidding me? Da oben ist doch was. Da ist so ein Missile Tank, den wir noch haben. Oh, das ist eklig. Oh, das ist...
Okay, dann weiß ich, wie ich es mache. Ernsthaft? Okay, okay, okay. Ernsthaft, wenn es um mich geht, also um den Morphball, hat diese Explosion so eine Hitbox. Oh yes, das ist noch besser. Schnell. Aber wenn ich irgendwie eine Wand zerstören will, wie diesen komischen Block, muss ich direkt ran. So krass. Okay, dafür ist mir da der Missile Tank fast egal. Aber auch den kriegen wir. Zack. Sehr schön. Zack. Und wir sind wieder draußen. Sehr schön. Oh, das hat sich richtig gelohnt, hier reinzugucken. Sehr schön. Ich würde sagen, ab jetzt ist Leben, also sind Energy Tanks Tatsache cooler Bonus. Aber nicht mehr zwangsweise erforderlich. Ich glaube, wir haben das Minimum, was ich an Lebensenergie brauche für den Endboss zusammen. So. Oh, schön. Hi. So, das war's auch. Jetzt muss ich es nur noch zurückfinden. Ich muss gerade überlegen, wo bin ich? Ich bin hier unten. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder nach oben. Und dann weit in die Tiefe. Cool. Okay. Okay, wir machen es uns einfach. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber dafür ist es einfach. So, 22. Ich glaube, 20 sollte drin sein. Ich versuche mal. Ich habe leider wieder mal nicht mitgezählt, wie viele Metroid. Ich glaube, wir haben bei 18 angefangen, weil ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele wir in welchem Abschnitt geschafft haben. Das wird spaßig jetzt. Oh, reiß dich zusammen. Okay, ich muss mich kurz mal konzentrieren. Sorry. No! Und geschafft. Huh, was ich sagen wollte, es kann sein, dass wir tatsächlich heute noch diesen Bereich hier klären. Ich bin mir nicht sicher. Oh, come on. Oh, es ist nicht dein Scheiß Ernst. Wieso scheitere ich denn jetzt an den... So, ihr schuldet mir alle Lebensenergie. Moment, bevor irgendwas schief geht und ich keine weitere Speicherstation finde, nehmen wir die hier unten. Fällt mir gerade auf. Weil nichts würde ich mehr hassen, wenn ich jetzt, wenn es daran scheitert, keine Speicherstation zu finden. So.
würde sagen, eine halbe Stunde machen wir noch. Da sollte doch... Liebes... Der nimmt dann nämlich nur keine... Keine Eingabe ein. Soll es doch drin sein? Zumindest noch die 20 voll zu kriegen. Oh. Schuld mir alle Lebensenergie. So, zack. So, wir müssen jetzt wieder ein Stück hoch. Nämlich hier. Ach du. Ich erinnere mich an euch. Au! Was ist da nicht euer Scheiße? Das gibt's doch nicht. Gibt's hier vielleicht noch was von Interesse? Nee. Wahrscheinlich schon, aber nicht für mich. Ich sehe dich. Und vor allem die respawnen halt viel zu schnell. Das ist halt auch das Problem. Es gibt halt echt Probleme beim Balancing. Ich würde es tatsächlich Balancing nehmen. Die Viecher respawnen viel zu schnell und ähnlich wie bei dem Laserroboter kann man hier in so einem richtig fiesen Loop gefangen sein, der einen halt einfach mal unnötig viel Schaden zubereitet. Das hier halt auf. Oh, hör auf! Zu viel Schaden. Es macht halt alles zu viel Schaden und ich krieg halt nichts zurück. Das ist halt das Problem. Das haben sie bei Super Metroid richtig gut hingekriegt. Und bei Fusion ist es ja sowieso Teil der Mechanik. Oh, hier kann man speichern. Verdächtig, aber okay. So, jetzt muss ich mich nochmal kurz orientieren. Ich bin jetzt... Da? Nee. Moment. Ich bin da. Oh, shit. Das sieht eklig aus. Okay. Los geht's. Sieht aus wie Sebes, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Gehen wir erst hier lang. Tut mir das eigentlich weh? Ja, okay. Ist also kein Strauch, es ist irgendwas anderes. Komm her. Nee. Es ist übrigens der Moment gekommen, wo ich mir wünschte, es gäbe mehr Möglichkeiten, Rohstoffe zu regenerieren. Bin ich denn jetzt hier? Stopp, 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 stopp. Ich bin... Ich bin wieder im Kreis gelaufen. Are you shitting me? Es ist ein One-Way-Ticket. Oh, ihr seid doch scheiße. Auch das noch. Ey, jetzt nehme ich hier mehr Schaden durch diese kleine Kackfliege. Als durch den Metroid. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Und sie gibt mir nicht mal was. Oh, so unbalanced. Ja, ich nenne es unbalanced. Klar, man kann auch sagen, hey, das ist halt ein anspruchsvolles Spiel, aber nein. Wenn ich Ressourcen verliere und keine Möglichkeit habe, sie wirklich wiederzugewinnen, gerade bei Munition, ist das scheiße. Was warst du? Nee, das speichere ich nicht ab. Hm, sicher gleich. Oh. So. Nein! Wieder konzentrieren.
Wo bin ich jetzt? Wo stürze ich? Ich stürze jetzt gerade richtig tief in den Abgrund. Ja, daraus können wir auch einen Loop machen. Theoretisch. Aber auch maximal scheinbar wieder aus der anderen Richtung. Warum gibt es denn jetzt auch noch, wenn die nur durch eine Richtung durchlässig sind? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Weil so sieht es zumindest gerade... Die Sträucher geben hier halt zum Beispiel auch nichts. Das wäre eine wunderbare Möglichkeit, hier Sachen zu platzieren. Okay, dadurch, dass das hier offensichtlich der richtige Weg ist. Gucke ich mich hier mal kurz um. Ja, okay. Oh, ey. Mann. Konzentriere. Ja, wir haben die 20 geschafft. Wupp. Könnte das dann tatsächlich... Nee, hier sind auch zwei Sektoren, die ich vorher machen muss. Sektor 5 und Sektor 6. Und ich nehme mal an, wenn ich raten müsste, Sektor... Nee, es gibt Sektor 7. Sektor 7 gibt es auch noch. Sektor 7 dann, der letzte? Ne, es gibt insgesamt 9 Sektoren, aber egal. Soweit sind wir noch nicht. Wir sind aktuell bei Sektor 4. Wir sind aktuell... So, wo bin ich? Jetzt habe ich hier so viel rumgeblättert. Wo bin ich? Ich bin... immer noch nicht ganz unten. Okay. Wir wollen, glaube ich, nicht ganz nach unten. Hoffe ich. Ah! Dass mir halt wirklich diese scheiß Sträucher wehtun. Das ist doch bescheuert. Warum muss mir denn alles immer wehtun? Dieses blöde Spiel. Und guckt euch doch mal diese kleinen Pixel an, auf denen ich stehen soll. Ist doch Schwachsinn. Selbst... Oh, leck mich fett. Selbst die normalen Plattformen sind ja klitzeklein. Und wenn mich der Wichser hier erwischt, kriegt wieder Schaden und muss wegen Aua wieder ganz unten anfangen. Und die Gesundheit lasse ich jetzt auch da liegen, weil fick dich. Fick dich, Spiel. Kein Bock mehr. Hoch. Wir müssen mich erstmal hoch. Hier, und da ist mitten... Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ernsthaft! Nein! Ich dachte, ich bin falsch. Okay, kurz überlegen. Ich verliere mich immer mehr die Orientierung mit der ganzen Scheiße hier. Ich will ganz nach oben, sehe ich gerade. Ich will wirklich hier... Nee, ich bin auch gar nicht da, wo ich ganz nach oben will. Ich glaube, ich muss jetzt rechts runter. Ich bin mir aber alles andere als sicher. Ja. Ja, jetzt fahr doch mal... Habe ich schon gesagt, dass der Spider-Ball überall, wo er existiert, sich wie Arsch steuert? So, ich bin jetzt... Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt dort. Der Raum sieht 1:1 aus wie bei dem Metroid eben. Ist aber ohne... Oh, ey. Es ist halt so für ein Arsch. Es ist so für ein Arsch. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass mir die jetzt auch noch diese Pflanzen wehtun. Warum? Warum ist alles in diesem Spiel darauf ausgelegt, mir weh zu tun? Es macht keinen Sinn. In jedem anderen Spiel wären diese Pflanzen
höchstens ein Hindernis, würden mir nicht wehtun. Oder in jedem Fall würden sie mir, wenn ich sie kaputt mache, irgendwelche Ressourcen geben. Kann doch nicht sein, dass mir jetzt schon wieder die Ressourcen fehlen. Ich habe 35 Missiles. Die reichen vielleicht für ein Metroid. Das ist doch Schwachsinn. So, ich will jetzt nach unten. Ganz, ganz nach unten. Ich würde mich ja fallen lassen. Hier ist übrigens wieder verdächtigerweise kein Lebewesen. Dementsprechend nehme ich mal an, hier unten ist ein Metroid. Ja. Ah, natürlich. Diese Flechten tun mir auch weh. Vor allem, sie sehen nicht mal harmlos aus. Sie sehen, finde ich, aus, als gehörten sie zum Hintergrund. Warum? Warum ist in diesem Spiel alles darauf ausgelegt, mir weh zu tun? Es ergibt keinen Sinn. So. Wo bin ich jetzt? Theoretisch. Das ist auch schön, wenn man nur noch theoretisch weiß, wo man ist. Bin ich falsch gegangen? Nee. Scheiße, ich bin falsch gegangen. Und ich weiß nicht mal, wo er ist. Ja. Ich habe den Loop falsch gemacht. Wenigstens gibt's hier Gesundheit. Shit. Shit, ich habe den Loop falsch gemacht. Wenigstens respawnen diese Pflanzen nicht. Eine Missile-Ladung wäre halt cool gewesen. Sind diese Dinge eigentlich auch eingezeichnet? Kann ich die irgendwie erkennen? Vom hier. Wenn ich da bin, wo ich glaube, dass ich bin. Wobei ich mir halt da auch gar nicht mehr sicher bin, dass ich weiß, wo ich bin. Dann müsste es hier eigentlich auch noch hochgehen. Ah, natürlich. Warum respawnt das Ding denn so schnell? Ist doch bescheuert. Okay, ich glaube, ich drehe wieder um. Nee, wir gehen den Weg jetzt. Wir gehen den Weg jetzt so, wie er da ist. So, dann müssen wir im Zweifelsfall nämlich noch einen Loop machen. Weil wenn das kein Loop ist, wie ich es jetzt vermute. Nein! Fällt jetzt hier nicht runter. So, von hier müssten wir gekommen sein, oder? Genau, hier waren die Flechten. Wenn das nämlich kein Loop ist, wie ich es vermute, dann müsste ich nämlich irgendwann wieder zurückkehren. Dementsprechend gehen wir diesen Weg weiter, weil
Egal wie man es dreht, das ist die schlauere Variante. So, und jetzt kommt nochmal so ein Raum. Was bist du denn für eine Qualle? Genau, ja, ich bin. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Okay. So, du kommst nicht an mich ran. Ich habe keine Missiles mehr! Rückzug. Und das meine ich halt. Es gibt keine Möglichkeit, großartig mir Ressourcen zu holen, wenn die Quallen jetzt hier keine Missiles droppen. Was sie natürlich nicht tun. Bin ich nämlich gearscht. Es gibt nämlich weit und breit keine Möglichkeit mehr, Missiles aufzutanken gerade. Wie gesagt, es wäre halt alles so viel angenehmer, wenn es halt... Moment, wir gucken mal, ob es unten was gibt. Gibt es unten eine Möglichkeit, meine Vorräte noch... echt keine Möglichkeit, meine Missiles gerade aufzufüllen. Und es ist halt... Das ist schlechtes Game Design. Muss ich leider so sagen. Tut mir leid, Gunpei, ja, Kroll. Aber wenn du verlangst, dass ich eine Ressource habe, dann wäre auch ganz cool, wenn du irgendwie dafür sorgen kannst, in dem Spiel, dass diese Ressource nicht ausgeht. Beziehungsweise, dass ich auch irgendwie... Nicht dein Scheiß Ernst. Ich komme jetzt hier nicht raus. Fein. Dann fick dich halt. Gerade. Absolute Kacke. Ja, natürlich. Komm, dass dieses Gewächs auch noch so krass respawnt. So. Jetzt muss ich hier zurückdackeln, nur weil mir die Munition ausgegangen ist. Es gibt... Ich... Ja, genau. Und jetzt kann ich hier nicht mal den scheiß Spider-Ball benutzen. Weil hier überall diese Flechte am... Oh, kann ich mal bitte nicht an der Metroid... Ey, es ist schon eklig genug. Es ist gerade schon eklig genug, hier wieder rauszukommen. Jetzt mach dir kein Fass auf wegen der Scheiße hier. Oh, das ist nicht ein Scheiß Ernst. So, wo war ich gerade? Ach ja, es ist halt echt schlecht, weil jetzt muss ich zurückdackeln, nur um zu gucken, wo ich wieder Munition herkriege. Es wäre halt damit gelöst, dass man halt sagt, wie es ja auch später ist, alles, was man an Ressourcen hat, ist potenziell aus allen Gegnern regenerierbar. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich dabei was gedacht haben, dass man Munition nur aus Maschinen kriegt und Lebensenergie dafür aus Lebewesen. Ich sehe da ein gutes Konzept, aber dann muss dieses Konzept leider auch so weit gehen, dass dann im Zweifelsfall beides überall vorhanden ist.
und ich nicht irgendwo, weil es ist ja nicht so, als wären diese Metroids optional. Ich muss alle Metroids töten, um das Spiel zu beenden oder um weiterzukommen. Ich kann nicht sagen, ach ja, dann mache ich das jetzt nicht, dann gehe ich einfach weiter. Nee. Und dementsprechend muss halt dafür gesorgt werden, dass Items immer regenerierbar sind. So, bin ich... Ach, ja, stimmt, ich habe keine Karte. So, Ich bin jetzt hier oben, genau. Wir gucken einfach mal aus Neugier noch kurz da hoch. Ja, okay, da ist nichts. So, jetzt gehe ich gerade hier lang. Genau, wir haben es fast geschafft, wo ich hin will. Und ich hoffe, das, was da eingezeichnet ist, ist was, womit ich Munition kriege. Weil hier, vom Konzept her, wie gesagt, super Idee, dass man von Maschinen Sachen kriegt und von Lebewesen halt was anderes. Von der Idee her, wirklich gut. Nur in der Umsetzung halt mangelhaft. Und ich schwöre, wenn ich hier jetzt wieder nur ein Metroid finde, kriege ich einen Knall. Dann gehen wir nämlich zurück zur Speicherstation. Und dann werde ich abseits vom Stream meine Vorräte füllen. Nein, ich habe keine Munition. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Das ist traurig. Wir gucken mal. Bist du vielleicht irgendwie damit gesegnet? Da oben ist was. Vor allem für den würde ja Tatsache ausreichen. Das ist nicht mal scheiß Ernst. Es wimmelt hier von Metroids. Das ist super. Ich meine, ich habe jetzt hier 3 Metroids, die ich noch besiegen muss. 3. Da oben bin ich gerade. Ich habe hier 3 Metroids, für die ich... Das sind 2 Gamma und 1 normaler. Ich brauche also schätzungsweise 40 bis 50 Missiles. So, ich gucke jetzt noch in eine Ecke. Und dann würde ich sagen... Hier war ja schließlich noch was. Nein! Ich bin verflucht. Gut, dann war es das für heute. Weil ich kann die Metroids gerade nicht besiegen. Ich werde jetzt zur Spicer-Station, ich kann schon nicht mehr reden, werde zur Speicherstation zurückgehen. Offstream dafür sorgen, dass ich genug Munition habe. Und dann geht's beim nächsten Mal. Im Idealfall, das ist ein längerer Stream, geht es dann beim nächsten Mal, im Idealfall, bis zum Finale durch. Das ist mein Plan. Das ist jetzt hier gerade Part 2. Für Metroid 2 habe ich für Metroid 2 habe ich eingeplant 4 Streams. Also beziehungsweise 4 Folgen. Anderthalb bis 2 Stunden. Und das würde nämlich passen. Weil ich glaube, wir sind jetzt wieder gut auf der Spur. Weil 3 Metroids in unmittelbarer Nähe voneinander. Das heißt, wir sind bei 16. Dann haben wir den Endboss. Ich glaube, es ist nicht gespoilert, dass das auch noch meiner ist. Dann wären wir bei 15. 15 Metroids. Und ich glaube... mich richtig zu erinnern, dass es 3 direkt vom Boss gibt.
Das heißt, wir haben nur noch 12 quasi vor uns. Man denkt, dass wir heute 11? Ne, 12 Metroids geschafft haben. Es ist machbar. Es ist machbar. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich drücke nochmal Start zum Speichern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir ist er zwischendrin vergangen. Alleine schon durch die Tatsache, dass halt mir die Ressourcen fehlen. Mir fehlen die Ressourcen. Und das ist ein Problem. Das ist zum Endgame, soweit ich mich erinnere, für den letzten Boss ist das besser geregelt. Gott sei Dank. Egal. Alles ein Problem für den Zukunftsboss. Wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, stehen da, ich sag mal 100 Missiles. 100 Missiles, Gesundheit, mal schauen. Gesundheit kann ich da unten noch regenerieren. In dem Sinne, bedanke mich fürs Zusehen und wünsche einen fantastischen Restabend und eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.